Jawuschinaton in Heidelberg. Übrigens, hätte er gewusst, was dabei rauskommt, wenn man im Wort Heidelberg die Buchstaben verdreht. Herbe Glieder sagt schon alles. Heidelberg ist eine tote Stadt, die man auf alt geliftet hat. Und die Restaurants. Er leid. Ein Löffel Rindertatar vom Biohof Heiligen Geist für 28 Euro. Ich sag, ach Gott, wo hat denn das Rind vorher gewohnt? Im Hotel Adlon in Berlin? Ich meine, ich war ja auch mal im Restaurant hier in Herbeglieder. Mein Heidelberg. Sagt der Kellner, wie hätten Sie gerne Ihr Filet? Sag ich, günstig? Ja, und dann kommt die Rechnung. 210 Euro. Sag ich, ach Gott, allein, ich weiß nichts von einer Lokalrunde. Sagt der Kellner, ja, wir haben einen Stern. Wissen Sie, was das bedeutet? Sag ich, ja. Sie sind weit weg von der Realität und irgendwann verpuffen sie. Ja, ich habe dann beim Rausgehen habe ich dann noch so einen Katzenständer von dort geklaut. Übrigens, den Katzenständer habe ich einer Freundin geschenkt. Sie sagte, ah, danke, in dem Restaurant war ich auch gerade essen. Ja, und wenn du rausgehst in die Innenstadt, ist alles wie geleckt. Als würde man täglich die Altstadt kärchern und mit 4711 abspritzen. Und so gepflegt alles. Er leid so gepflegt. Ja, als würde die Goldmarie von der Frau Holle und dem Meister Propper bei der Stadtreinigung schaffen. Ja, und dann die ganze reiche Rentnerin mit ihren Pelzmäntelchen. Ja, also wenn du im Winter durch Heidelberg läufst, du glaubst, du bist in der Serengeti. Ja, und die sind ja auch alle zugebotoxt. Da bewegt sich nichts. Und die sehen aus wie überraschte Leoparden. Ja, und dann die ganzen SUVs, die da rumfahren. Wissen ja eigentlich, was SUV heißt? Stupide Unternehmer verkehren. Ja, und finde mal eine Wohnung hier in Heidelberg. Die Miete. Ja, die Miete. Er leiht 1200 Euro für 40 Quadratmeter. Aber für 1200 Euro kriegst du im Saarland ein komplettes Stadtteil. Deswegen lobe ich mir die Pals. Gott erhalt's. Schon schön.